Die Linke hat es also nur über die Grundmandatsklausel in den Landtag geschafft. Ja, was bedeutet das jetzt dort für die Mehrheitsbildung? Ja, zunächst mal ist in den letzten Minuten eine ganz neue Diskussion hier in Sachsen aufgekommen, auf die ich kurz eingehen will. Es wird nämlich in Zweifel gezogen, ob der Landeswahlleiter richtig gerechnet hat bei der Verteilung der Mandate im Sächsischen Landtag. Ich zeige noch mal kurz die Sitzverteilung, so wie sie gestern Abend vom Landeswahlleiter bekannt gegeben wurde. Es geht hier zentral um die 41 für die AfD. Wir hatten uns schon ein bisschen gewundert. In unseren Hochrechnungen waren nur 40 drin bis zum Schluss. Das ist deshalb wichtig, weil es auch hier um ein Drittel der Mandate geht. 120 Sitze hat der Landtag. Eine Zweidrittelmehrheit der anderen Parteien wäre 80. Es kommt also auf dieses 41. Mandat an. Und die Erklärung ist vermutlich relativ einfach. Wir haben noch keine Bestätigung dafür. Aber der Landeswahlleiter hat nach dem alten, früher in Sachsen gültigen Verteilungsverfahren de Hondt gerechnet. Und eigentlich hätte er das nach dem neuen Sanlac-Verfahren tun müssen. So kamen unsere Hochrechner gestern zu 40. Schauen wir mal, was da passiert. Das ist aber für die Regierungsbildung nicht so erheblich wie für die Frage verschiedener politischer Entscheidungen. Deshalb zeige ich auch in Sachsen noch mal die politische Landkarte, die ich eben in Thüringen gezeigt habe. Man sieht mit der Lupe diese beiden kleinen Wahlkreise in Leipzig, wo Direktmandate für die Linke sind. Auch die Grünen haben in Leipzig und Dresden jeweils ein Direktmandat geholt. Es gibt durchaus noch CDU-Dominanz. Sie ist ja auch stärkste Partei, aber in der Fläche, an der Grenze nach Tschechien, hier in der Lausitz, an der polnischen Grenze, da ist die AfD eben vorne. Und auch hier gilt ja, eine Koalition ist nur gegen sie bildbar, weil keine Partei mit ihr arbeiten möchte. Und da ist das alte Kenia-Bündnis eindeutig ohne Mehrheit. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn durch ein Umrechnen die Grünen noch einen Sitz dazu bekämen. Deshalb heißt die Diskussion in Dresden Schwarz-Rot-BSW, also CDU, SPD und BSW. Aber das ist eine ähnliche Diskussion wie in Erfurt, vielleicht nicht ganz so schwierig. Die AfD also zweimal bei über 30%. Das neue Bündnis Sarah Wagenknecht aus dem Stand mit zweistelligen Werten in beide Landtage eingezogen. Wie groß ist denn diese Verschiebung, die wir da aktuell im Parteiensystem also beobachten können? Ich habe es für die Länder ja schon beschrieben und habe mal versucht, den Blick etwas zu weiten. Natürlich haben wir im Moment zwar gleiche Tendenzen in Ost und West. Ich habe es bei der SPD gezeigt, sie verliert insgesamt auch in Deutschland. Aber es ist interessant, wie in Ost- und Westdeutschland in den Landtagen sich jetzt völlig unterschiedliche Verhältnisse gebildet haben. Ich habe mal etwas gemacht, was es natürlich in real nicht gibt. Aber wir haben alle Landtagsabgeordneten der ostdeutschen Länder ohne Berlin in ein Parlament gepackt. Und dann sieht man, dass im Moment in diesen 5 Landesparlamenten die AfD knapp die stärkste Kraft ist, vor der CDU 133, 132. Das ist ein bisschen verzerrt, weil die Landtage unterschiedlich groß sind. Aber das ist die neue Kräfteverteilung in den ostdeutschen Landtagen. Und wenn wir dann in den Westen gehen, dann sehen wir, was anders ist. Das ist die Verteilung in den westdeutschen Landtagen, wo die Union und die SPD doch immer noch eine sehr dominante Rolle haben miteinander, diese ehemals große Koalition als Mehrheit. Ja, aber das ist auch eine neue Diskussionslinie über die politischen Einstellungen West und Ost. Vielen Dank, Jörg Schönenborn, für diese tiefgehenden Analysen und Informationen nach Dresden.